Upsi. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands und ja. Das Blöde ist ja, jetzt ist es Tag. Jetzt ist es Tag, das heißt, wir sind ein bisschen auffälliger. Generatoren lahmlegen. Ich habe die Generatoren aber bis jetzt nicht gefunden. Da ist noch ein Tango. Mach mal jetzt den aus. Hey, ein Soldat mit einer Maschinenpistole. Helipad checken. Lass die Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Du fliegst auf, bleib zurück. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja, das war nicht ganz so sauber, aber es hat funktioniert. Okay. Gut, dann auf ein neues. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Und ganz. Ganz tief. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Da kommt. Finden wir es raus. Okay, alles klar. Dann versuchen wir mal unser Glück. Unidentifiziertes Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist, die sind überall. Ist das zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie. Dann was für ein Noob der Neue. Hat einen Tarnanzug und ist voll panisch. Weißt du, ich habe Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich habe einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Ich hoffe, das war ironisch. Oh, das ist so knapp hier. Das ist die letzte Warnung.
So. Wir haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. Nur das Übliche, Kleiner. Festhalten. Es wird ungemütlich. Wow. Das war sogar... Wow. Die spawnen. Und das schießt schon. Ich bin auch hochgeflogen, wie letztes Mal. Aber das war anscheinend egal. Sowas nervt. Ja, ich lasse den mal leben. Müssen wir ja nicht töten. Die sind erst da. Na gut, dann schlafe ich ein bisschen. An sich, das Gute ist, man kommt wirklich sehr... Ich sehe einen Soldaten mit MP. Beim Helipad. Da. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Ja, die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Genau. Was ich sagen wollte, man kommt ja relativ schnell hier hin. Das ist das Gute. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Bin noch bereit. Ein Dritter. Ich sehe ein wichtiges Ziel. Werfe Tangos an. So, jetzt nochmal. Das ist jetzt Versuch Nummer 4, glaube ich. Oder 5 sogar. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Dann finden wir es raus. Identifiziertes Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist! Die sind überall! Ist das zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza! Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie! Also an sich... Weißt du, ich hab Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich hab einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Nope. Aber was cool ist... Also die Mission ist an sich echt cool. Aber... Ja. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie oder wir schießen. Das ist schon schwer. Das ist die letzte Warnung. Ist schon sehr schwer. Wir müssen auf jeden Fall jetzt extrem schnell hochfliegen. Augen auf, zurück an die Arbeit. Sie haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. Nur das Übliche, Kleiner. Festhalten, es wird ungemütlich. Der Hubschrauber ist der Beweis für das, was die Russen planen. Er darf nicht zerstört werden.
Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien verstrahlen. Oder uns. Schalten wir diese Hubschrauber aus. Wir sind zu schnell. Heli abgeschossen. Nein! Oh. Verdammt, Scheiße! Scheiße! Oh. Der ist auch nach vorne geflogen, der... Oh Mann. Ich bin dann, ich bin eigentlich. So, am Anfang bin ich nach vorne geflogen und dann nach oben und der ist zu mir gekommen. Ah. Oh, das waren nur noch die zwei. Ach, ist das ärgerlich. Ach. Das ist natürlich sehr blöd, aber wir kommen schon mal weiter als sonst. Weil die Helis mit den Raketen zu treffen, ist echt nicht leicht. Das ist wirklich nicht so leicht. Finde ich jetzt eher weniger, aber okay. Hey, hier ist ein Soldat mit Maschinenpistole. Beim Helipad. Da. Da. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Leutnant markiert. Ich nehme die Penner unter Feuer. Was hin? Locker bleiben, alles ist gut. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Na, das war knapper als sonst. Ich fliege. So. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Finden wir es raus. Dieses Mal waren wir ein bisschen höher. Aber wir sind auch gegen weiter links geflogen. Da waren Blümchen. Unidentifiziertes Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist! Die sind überall! Ist das zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza! Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie! Ich hab Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich hab einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Ah, jetzt. Nochmal probieren. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie oder wir schießen. Das ist die letzte Warnung.
So, jetzt. Das Blöde ist, zu hoch darf ich auch nicht gehen, ne? Wir haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. Nur das Übliche, Kleiner. Festhalten. Es wird ungemütlich. Der Hubschrauber ist der Beweis für das, was die Russen planen. Gut. Er darf nicht zerstört werden. Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien verstrahlen. Oder uns. Schalten wir diese Hubschrauber aus. Heli erledigt. Bevor es der Sammelpunkt? Da ist er. Das ist. Da fliegen wir jetzt aber sehr. Das war sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Mindestens 6 Mal dachte ich, das war's jetzt. Ich habe 7 gezählt. Gute Arbeit, checken wir ein. Je schneller wir den radioaktiven Mist loswerden, desto besser. Ja, ich glaube, 6 Mal war's, dass wir gestorben sind. Easy, erster Versuch. Gute Arbeit, Ghosts. Aber wir haben sie vom Schreibtisch weggekriegt. Bei all den Moskitos hier, ich fahre wieder zurück. Besser Moskitos als Bürointrigen. Ja, da ist was dran. Ich muss die Dekontaminierungseinheit kontaktieren, um die Ladung zu prüfen. Warum warten Sie mit Ihrem Team nicht drin? Drin, da unten. Habt ihr hier ein... Ja. Ach, da oben. Unten. Ja, okay. Ja, cool. Wir haben es endlich geschafft. Juhu. Wie gesagt, first try. Wuhu. Da ist auch schon ein Hubschrauber. So. Ich will jetzt aber wissen, wie die Hauptmission weitergeht. Ich hoffe, auf den kleinen Bruder aufzupassen, bereitet nicht zu viel Probleme. Können wir über was anderes reden? Irgendwas? Nomad, darf ich euch John Kozak vorstellen? Einen der schlauesten Kerle unter den Rekruten. Kozak? Schon von mir gehört? Ja, ein bisschen was über den Flurfunk. Aber nur Gutes. Ich bin froh, dass Ihr Team hier einsatzbereit ist, Nomad. Wenn die Russen Wind davon kriegen, dass die USA involviert sind, wird es heiß in Washington. Was ich so von der Unidad höre, gibt es einen Machtkampf innerhalb der russischen Regierung. Sie konnten nicht sagen, für welche Fraktion sie arbeiten. Moment. Denen ging es nur um die Farbe ihrer... Aha. Wie viel? Mist. Wir haben ein Problem. Wo liegt das Problem? Ein Teil des Pakets, das sie geliefert haben, fehlt. Was? Wie viel? Genug, um es nicht ignorieren zu können. Wir müssen es uns holen. Sofort. Sir, wenn Zeit ein Problem ist, sollten wir Bowman einschalten. Legen Sie los. Bowman, wir haben ein Problem. Wir haben eine Ladung Uran auf dem Weg nach Russland abgefangen, aber es fehlt etwas. Ich muss wissen, was Sie wissen. Was? Davon höre ich zum ersten Mal. Treffen wir uns jetzt mit anderen Leuten? Ist eine interne Ghost-Sache. Familie geht vor, verstanden. Ich hörte Gerede, dass Santa Blanca eine Lieferung zu einem Güterbahnhof in Inca Carmina transportiert. Das könnte ihr Ziel sein. Danke, ich schulde Ihnen was. Nein, ich schulde Ihnen nur weniger. Kozak, fahren Sie zurück zur Unidad-Basis und versuchen Sie herauszufinden, wo die Ladung hin ist. Nomad, bringen Sie Ihre Leute nach Inca Carmina und folgen Sie der Spur. Okay, für mich. Mal sehen, wer von uns zuerst Gold findet. Hey, das ist kein Spiel. Bleiben Sie wachsam und versauen Sie es nicht. Wir sehen uns im Ziel. Ja, ich sag mir immer, ich war damals auch so. Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist der beste Techniker, den ich kenne. Ein echter Zauberer.
Wir hätten ihn fast an Skelltech verloren, aber zum Glück hat er den Einsatz vorgezogen. Eine der jüngsten Ghosts. Normalerweise sind sie etwas reifer. Ich wollte sie nicht in Frage stellen. Das tue ich schon für uns beide. Der Kleine mag grün sein wie ein Kuckerblatt, aber sie werden sich noch wundern, wenn es um Soldaten wie uns geht. Ist er die Zukunft. Wenn er dann noch lebt. Ich meine, wenn er bei einer Stealth-Mission so rumschreit. Na gut. Also. Spezialeinsatz. Fallschirmspringer. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Neuer Einsatz. Informationen zeigen, dass die wichtige Ladung, das eine wichtige Ladung zu einem Güterbahnhof geschmuggelt wird. Was sind wir gerade? Where are we? Na, komm schon. 16 Kilometer! Are you kidding me? Naja, vielleicht wird auf der Fahrt dahin etwas Interessantes passieren mit Nomad. Ach kacke, hier sind ja lauter Raketendinger. Wunderbar. Ich habe eigentlich die ganze Zeit eh gedrückt, aber der wollte nicht. Aber stimmt, hier sind ja die ganze Zeit überall die Luftabfang-Kacke. Das ist doch doof. Super doof. Und jetzt sind wir mitten in der Pampa. Na gut. Das ist ein Hubschrauber. Wahrscheinlich waren wir da gerade. Würde ich wetten. Naja. Das finde ich immer super interessant, weil so in Games. Feindaktivität. In so Spielen hat man überhaupt keine Probleme. Oder da ist es richtig, richtig cool. Weil man irgendwie so querfeld eingeht und sich anschleicht und sowas. Hab noch einen Tango. Ja, ich bin ja auch treffsicher jetzt. Genau. Sauber. Seid ihr okay? So querfeld einzugehen und sich zu verschanzen. Und in Real ist es dann, keine Ahnung. Also ich habe da die ganze Zeit so. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, keine Ahnung, wie soll ich sagen? Also, ich mache das nicht gerne. Also früher habe ich bei so Software und Paintball oft gemacht, aber eigentlich jedes Mal war irgendwas. Entweder war ich zerstochen oder 1000 Zecken oder irgendwas. Das war eigentlich jedes Mal kacke. Und hier ist es so, yeah!
So, also, so würde ich es in echt auch machen und bla bla bla. Würdest du nehmen? So, dann fliegen wir mal wieder ein bisschen tiefer. Wieso sind hier eigentlich so viele Luftabwehrkanonen? Bisschen krass, oder? Wir sind alarmiert. Ja, ist mir egal. Gut, dann würde ich sagen, melde ich mich einfach nochmal, wenn es hier was gibt. Also in Form von Nomad, die sich irgendwie wegen der Hauptquest nochmal meldet. Oder irgendwas anderes. Und ansonsten machen wir hier einen Cut. Und wir nehmen sowieso schon 26 Minuten auf. Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.